Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Gothic 2, die Nacht des Raben. Wir sind hier im Kloster der Feuermagier und durften mit Erlaubnis von Byroka, zwar doch etwas verstimmt, aber immerhin doch das Buch, das Xardas ihm eines späten Tages, sage ich einmal, gestibitzt hat, wieder abholen und werden es jetzt auch gleich entsiegeln. Kann man das so sagen? Denn der liebe Xardas hat das Buch mit einem Zauber versehen und niemand bei den Feuermagiern ist in der Lage, dieses Buch zu öffnen. Außer wir, denn wir kennen die geheimen Worte. So, das heißt, die Hallen von Irdorat heißt das Buch und wir werden es auch gleich öffnen. Xarath Bendardo. Ja, genau. Ah, das Buch öffnet sich. Es ist ein Brief und ein Schlüssel in dem Buch versteckt. Okay, dann schauen wir mal, wo der Brief jetzt ist. Zerknüllter Brief. Ah, da. Schauen wir mal. Die Lampe bringt Licht in die unteren Gefilde. Lol, das habe ich jetzt unbewusst schon gemacht, ne? Die Lampe und so. Da, diese Lampe. Die da. Ding Dong. Hat hier eine geheime Passage geöffnet. Und die werden wir jetzt auch gleich beschreiten. Und ich fürchte, oder ich denke mal, dass der Schlüssel, den wir da jetzt gerade bekommen haben, uns da unten weiterhelfen wird. Alter, Schreck, lass nach. Ich sehe schon, du musst auch Licht machen. Katschanga. Weg mit dir, weg, weg. Jawohl, Sturm ist er. Bastard, jetzt wird er wohl hoffentlich tot bleiben. Puh. Alter, schreck mich doch nicht so, blödes Dreckskelett. Echt. So, und der dritte? Nein, waren nur zwei. Ich mache auch gleich Licht. Bloin. So, jetzt sieht man ein bisschen mehr. Halleluja, Maracuja. So, komm her. Ja, ja, dich machen wir schon platt. Es ist ja immer so, ne? Wenn man so in alte Gewölbe herumschleicht, müssen immer untote Krüppel auf einen warten, ne? Das ist ja nun mal so. Da ist nichts versteckt. Ich zücke gleich trotzdem meine Waffe. Die Lampe bringt Licht ins Dunkel. Nein, die öffnet nichts. Halt, komm her. Katschanga. Na, will reinstellen da. Er darf mich zuschlagen. Du ekelhaftes Mistskelett. Komm, geh sterben. Katschanga. Passt, geht ja. Okay, das war's auch schon wieder. In der Nische ist scheinbar nichts. So, Skeletti. Was haben wir da? Aha, einen Weg. Wow. Jawohl, der führt uns zu weiteren Erfahrungspunkten. Und das war's dann auch schon wieder. Sonst ist da nichts. Wer baut denn solche komischen Gänge? Da hinten ist wieder ein Skeletti. Gab's, ich seh dich nicht. Komm her. Aha, da sind mehrere. Katschanga. Komm. Katschanga. Jawohl, geht ja. Du auch. Komm. Katschanga. Passt. Schnell gelootet. Bam. So, dann dürfen wir mal speichern. Ja, zur Sicherheit. Schön speichern. Hier ist auch nichts. Dann werden wir da weitergehen. Hallo. Kuckuck. Jojo, komm da her. Kommt der nächste, jawohl. Der ist hin. Wo bist du? Jo, komm her. Brauchst nicht so schüchtern sein. Wir haben genügend Blitze für alle dabei. Komm. Sag ich ja. Schön aufsammeln. Boah, es ist so angenehm, wenn man eine gute Rüstung hat. Und nicht so Angst haben braucht, dass man da schlimm verdroschen wird. Dennoch werde ich mir mal kurz erlauben, ein bisschen was zu trinken. Auf euer Wohl. So, und ein paar Happen Fleisch zu essen. Perfekt. Zück mir wieder die Waffe und tu mal schnell speichern. So, da. Da oder da? Ich versuch's mal hier. Da. Wow. Komm, Katschanga. Und perfekt. Wieder geschnalzt. Aschskelett.
Wie schaut's hier aus? Also echt, wartet mal. Ich probiere doch zuerst den anderen Gang. Nicht, dass ich da irgendwo eine Gasse übersehe oder gar vergesse. Aber scheinbar führen die alle zusammen. Mhm. Katschanga. Bäm, zack, brack. Boom, zack, brack. Bäm. Na, hörst du auf? Komm, geh sterben. Kackskelett. Das erste ist erledigt. Komm. Der zweite ist erledigt. Der dritte ist erledigt. Ah, her mit dem Graffel. Könnte es sich auch um einen Skelettmagier handeln, der da drüben steht? Ist hier noch irgendjemand? Ja? Komm her. Komm her. Passt. So, ist da noch jemand? Alter, wo gehen die... Aua! Wo gehen die Gänge denn bitte hin? Das gibt's ja nicht. Okay, hier ist nix. Hallo? Da ist auch nix. Okay. So, wo geht's hier lang? Ah, jetzt gehen wir, glaube ich, im Kreis herum, ne? Ja, ja. Passt schon. Alles okay. Alles okay, alles klärchen. Wir müssen da rein. Wir müssen hier rum. Wir müssen da rum. Wir müssen hier rein. Moment, das hört sich gerade komisch an. Ja, ja, weil ein Skelettmagier da ist. Weg mit dir. Schnell, stirb. Passt. Hui, der wollte mich vereisen, die blöde Kuh. Da ist nichts zu holen. Was, wie? Ein Skelettmagier und da ist nichts zum Holen? Was, das ist ja voll Betrug, ey. Aha. Okay, und da passt dann der Schlüssel, ne? Der im Buch war. Also dann. Sesam, öffne dich. Mami? Alter! Erschreck mich nicht so. Boah, ey. Hallo. Kommt's denn her, ihr Deppen? Jetzt hab ich ja gedacht, da spawnt ein Dämon hinter mir, ne? Katschanga. Bestonarisch, ne? So. Komm denn her. Aha, da hinten haben wir wieder einen Skelettmagier rein. Na, du brauchst mich nicht mehr schlagen, du bist ja schon tot. Blödes Mistviech. Da, wieder speichern. Na, sowas, ne? Und Licht brauchen wir auch, sehe ich gerade. So, zuerst Licht. Lala. Bloing. Sehr schön. Und weiter geht's. Hallöchen. Oh, Dämonen. Gleich 20. Wow. Alter. Scheiße, das ist natürlich nicht gut, ne? Aber ich muss da rein. Boah, das ist nicht gut, ne? Jetzt ist die Frage, wie macht ein Dämon Schaden? Einfach nur so zur Gaude? Oder kann ich mich da irgendwie schützen? Wahrscheinlich nicht, ne? Yay, yay, yay. Das war fast zu... zu ungestüm. Bitte einer. Einer bitte. Hallo. Katschanga, ne? Boah, die schauen hässlich aus. Wie so ein Drache, ne? Ich glaube, das heißt auch so. 8. Wie viel Erfahrung? 600? Dämonenlord. Boah, alter Schwede, ne? Schockschwere Not. Es wäre halt schön, wenn ich da einen herholen könnte, ne?
eine Dämon ist hin. Wow. Alter. Schön gemacht. Alle hin. Boah. Geilo. Was haben wir hier? Eine Buchkommode. Steht da was Gescheites drin? Das Gesetz der Insel. Mhm. Überall dort, wo Menschen zusammenkommen, muss das gemeinsame Leben geregelt werden. Ob das im Kloster, in der Stadt oder auf dem Hof des Großbauern ist, so wird jedes Verbrechen wieder der Gemeinschaft bestraft. Im Sinne der Gemeinschaft ist es nicht erlaubt, Schlägereien anzuzetteln oder sich in solche verwickeln zu lassen. Ach so, interessant. Und wenn jemand da unschuldigerweise verprügelt wird, darf man da nicht helfen? Das ist aber nicht nett. Ebenso ist Diebstahl ein Vergehen, das nicht ohne Folge bleibt. Und auch die Schafe stehen unter dem Schutz des Gesetzes. Wer gar einen anderen Menschen niederschlägt und ermordet, muss damit rechnen, auf der Stelle gerichtet zu werden. Und wer dem entgehen kann, muss eine hohe Strafe zahlen. An alle großen Orte führen Männer das Amt des Richters aus. Ihnen wird zugetragen, welche Taten geschehen, und sie fordern die Strafe ein, auf dass der Frieden wiederhergestellt wird. Denn wer Opfer eines Vergehens wird oder solche bezeugen kann, wird nicht gut auf den Täter zu sprechen sein. Es gibt natürlich auch Volk. Das ist nicht deutsch, oder? Es gibt natürlich auch Volk, das sich nicht um die Gesetze schert. Völker wahrscheinlich, ne? Wer allen, vor allem Banditen und Söldner, ja. Sie hätten es schreiben können, es gibt natürlich auch ein Volk, das sich nicht um die Gesetze schert. So irgendwie hätten es schreiben können, ist ja wurscht. Alles klar. Mit Insel ist Corinnes gemeint. Okay. Was haben wir hier? Ein Tränkelein, verstaubtes Buch und Seekarte zur Insel Idorath. Oha. Was ist das dann für ein komisches Büchelein? Logbuch von Greg? Von Greg? Wie kommt das hierher? Ich kann diesen Strand nicht mehr sehen. Überall Sand. Ich kann schon gar nicht mehr richtig schlafen, weil es überall juckt. Wird Zeit, dass Raven das Gold für die Gefangenen rüberschiebt und wir wieder in See stechen können. Werde nochmal ein ernstes Wort mit dem aufgeblasenen Fatzke sprechen müssen. Was erlaubt sich dieser Arsch? Hat mich von seinen stinkenden Schergen am Tor abwimmeln lassen. Der wird mich noch kennenlernen. Seine Speichellecker Blattwin werde ich eigenhändig zu Fischfutter verarbeiten. Nein, das haben wir gemacht. Wenn er nicht bald zahlt, werde ich andere Seiten aufziehen. Die Banditen werden langsam aufsässig. Die letzte Lieferung haben sie immer noch nicht bezahlt. Wir haben einfach zu wenig Informationen. Ich muss rausfinden, was Raven hier will. Ich werde mit dem Großteil der Mannschaft zum Festland fahren und das Erz in Sicherheit bringen. Francis bleibt mit ein paar Leuten hier und befestigt das Lager. Damit die Zeit nicht ungenützt verstreicht, habe ich Bones die Rüstung gegeben. Er wird für mich ins Banditenlager schleichen und dort herausfinden, was Raven vorhat. Nein, das haben alles wir gemacht. Aber ist wurscht, das ist nicht schlimm. Wir haben es ja gern getan. Es gab viele... Wow, was haben wir da bekommen? Almanach. Hat was gebracht. Ich meinte nur, wir haben halt viele Erfahrungspunkte bekommen, somit war das Thema mit dem Banditenlager für uns ja nur von Vorteil. Der Almanach. Ich hoffe, dass die Kuppel das Erz vor dem Zugriff Belias zu schützen vermag. Ach, so war das gedacht. Ja, ihr Deppen habt's ihn ja mit eingesperrt. Streng gesehen. Ein bisschen. Naja, wurscht. Der König ist einfältig genug zu glauben, dass wir die Kuppel zum Schutz vor Ausbrüchen errichten. Boah, wie schier, ne? Doch solange wir mit diesen Ratschlangen
unsere höheren Ziele erreichen. Ratschlägen, oder? Ist ja wurscht. Soll es uns recht sein. Ich hoffe, dass uns genug Zeit bleibt, uns auf den Kampf vorzubereiten. Sobald die Kuppel uns das Minental um das Minental erschaffen ist, werde ich mit all meiner mir zur Verfügung stehenden Macht versuchen, in den bevorstehenden Kampf einzugreifen. Welchen Kampf denn? Aus den Waffen des Drachenherrn um einen Panzer aus Drachenschuppen die höchste Härte zu verleihen, so kann man die Schuppen mit dem Erz überziehen, welches in dem Tal der Insel Karynis gefördert wird. Um eine dem Drachenherrn würdige Klinge zu erhalten, muss man die Klinge in Drachenblut tränken. Habe ich noch Drachenblut? Schon die Beigabe einer Menge von 5 kleinen Fiolen verleiht dem Stahl eine Härte und Schärfe, der nichts entgegenzusetzen ist. Anmerkung: mit Karynis ist zweifelsfrei das heutige Korynis gemeint. Also doch, okay. Auweia, das heißt, wir müssen nochmal ins Minental zurück? Nee. Ja, fein. Schön, wir haben jetzt recht viele Infos, muss ich sagen. Ich denke, ich werde mich jetzt gleich ins Kloster wieder hinborden. Das geht schneller, als dann rauszuhatschen. Und wir werden dem Herrn da jetzt mal sagen, was wir alles rausgefunden haben. Sesam, öffne dich. Das ist ja gar nicht mal wenig, ne? Vielleicht können wir mit diesen Infos Bennett überreden, uns doch eine bessere Rüstung zu machen. Ich habe das Buch von Xardas öffnen können. Ich habe das Buch von Xardas öffnen können. Was? Wie hast du das geschafft? Ich bin daran schier verzweifelt. Ja, wir sind etwas Besonderes, weil wir Glück gehabt haben. Ich hatte Glück, schätze ich. Erzähl keinen Unsinn. Glück, wenn nicht mal ich es schaffe, das Buch zu öffnen. Und dann jemand wie du daherkommt. Darüber werde ich eingehend nachdenken. Trotz allem, da du offensichtlich der Einzige warst, der das Buch zu öffnen vermochte, dann sei dir gewährt, das Buch zu halten. Zumindest so lange, bis wir diese Krise überstanden haben. Danke. Und was ist eigentlich eine Träne Innos? Was sind die Tränen Innos? Die Tränen Innos sind eine alte Kindergeschichte. Sie handelt von der Urzeit, als der Kampf zwischen Innos und Belia begann. Und ich habe diesen Trank gefunden. Ich habe diesen Trank gefunden. Das kann nicht sein. Ich kann es nicht glauben. Was ist denn? Wenn das wirklich die echten Tränen Innos sind, dann... Wohl kaum. Unterbrich mich nicht. Nö. Wenn das die echten Tränen Innos sind, dann haben wir eine mächtige Waffe gegen den Feind. Ach ja? Und was ist damit? Was meinst du mit Waffe? Es ist überliefert, dass die Streiter Innos unter dem Einfluss dieser Substanz zu fast übermenschlichen Leistungen imstande waren. Sie waren immun gegen alle Arten der Erschöpfung und hatten die Kraft zweier Bären. Die größten Heldentaten vergangener Tage waren nur durch die Tränen Innos möglich. Verstehe. Doch die Tränen können ebenso Leid und Tod bringen. Nur Angehörigen unseres Ordens ist es möglich, diesen Trank zu trinken. Allen anderen, ja selbst den Paladinen unseres Herrn, stünde ein grausamer Tod bevor. Aha, das ist quasi das Upgrade, wenn man Magier spielt, okay. Und was machen wir jetzt mit diesen Tränen? Was sind jetzt die Tränen, Innos? Als Innos erkannte, dass er Belia, seinen eigenen Bruder, bekämpfen musste, um die Schöpfung zu erhalten, wurde er sehr traurig. Er begann zu weinen und seine Tränen fielen herab auf die Welt. Es waren viele Tränen. Denn sein Herz war so voll Trauer, dass er 13 Jahre weinte. Boah. Kommt zum Punkt. Die Menschen, die seine Tränen fanden und von ihnen kosteten, wurden erfüllt von einer übernatürlichen Kraft und Klarheit. Sie erkannten die Weisheit von Innos Schöpfung und begannen, ihm zu dienen. Sie waren die ersten Mitglieder der Gemeinschaft des Feuers. Mhm. Die Tränen gaben ihnen Kraft, Mut und Weisheit. Doch das ist alles sehr lange her. Und schon seit über 250 Jahren hat niemand mehr eine Träne Innos zu Gesicht bekommen. Aha, okay. Na dann, das war's dann wohl, ne? Gute Nachrichten. Ja,
Die Wegschreine sind wieder gereinigt. Ja. Innos Kraft hat den Paladinen geholfen, dieses Problem endlich aus der Welt zu schaffen. Du darfst also deine Spenden wieder ohne Bedenken und Reue an Innos entrichten. Na schön, danke. Hast du noch was zu sagen? Wortwörtlich. Na, ich glaub nicht, ne? Ja gut, dann hatschen wir jetzt weiter, ne? Ich bin ja fast gewillt. Nein, ich glaube, das machen wir wirklich. Oh, warte mal. Bist du nicht der Seefahrer? Jawohl, hat es ins Kloster geschafft. Schau. Servus. Wie lebt sich's im Kloster? Ich werd hier noch bekloppt. Ich komme mir ganz schön dämlich vor bei diesen ewig meckernden Weltverbesserern. Tja, was willst du machen? Bevor ich in der Stadt verhungere, mache ich lieber, was die Novizen von mir verlangen. Ja, ist ja besser so. Du kommst schon zurecht. Du kommst schon zurecht, denke ich. Stell dir vor, ich soll hier Unkraut jäten. Wenn das so weitergeht, drehe ich noch durch. Ich brauche endlich wieder Planken unter meinen Füßen. Die gehören jemand anderen. So, und damit werden wir noch quasi als letzte Amtshandlung für heute nochmal bei Bennett vorbeischauen. In der Hoffnung, dass er mir jetzt eine bessere Rüstung machen kann und vielleicht sogar ein Schwert-Upgrade. Das wäre super. Es wäre ganz besonders cool, wenn man die Klaue Belia mit sowas tränken könnte. Mit Drachenblut und so. Hallo Bennett. Mittlere Dings, ich weiß, wie man eine Rüstung verbessern kann. Schön. Ich weiß, wie man die Rüstung noch verbessern kann. Dann erzähl mal. Du kannst die Drachenschuppen mit magischem Erz überziehen. Da bin ich selber auch schon drauf gekommen. Und du hast recht. Meine neueste Rüstung übertrifft alles bisher Dagewesene. Sie ist leicht und stabil. Sie ist perfekt. Wenn du willst, kannst du sie kaufen. Ja. Das Angebot mache ich nicht jedem. Und der Preis deckt auch nur die Herstellungskosten. Ja, wahrscheinlich trifft mich gleich der Schlag. 20.000, okay, das geht. Aber ich muss mal schauen. Mich trifft der Schlag. Wie viel Geld haben wir? Immerhin 10. Wie spät haben wir es denn? Ja, der Part ist zu Ende. Ihr wisst ja, ne? Wir haben ganz, ganz viele, viele, viele Geldbeutel, ne? Also Lederbeutel. Die ich jetzt allesamt aufmachen werde. Wow, das waren 300, das war Kerolds Dingens. Aber ich glaube, das wird nicht reichen, ne? Das wird bei weitem nicht reichen. Fürchte ich. Das heißt, ich werde auch gezwungen sein, die ganzen Felle zu verkaufen, das Silber bei dem Hehler in der Stadt zu verkaufen. Also wir werden gezwungen sein. Was haben wir hier? Leichter Fisch. Drei Dietriche, wow. Das ist wirklich, da haben wir noch mehr Lederbeutel. Weil das wird sich nicht ausgehen. So, nur mit den Lederbeutel werden wir wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, nicht auf die 20.000 kommen. Ich bin ja auch im Überlegen, ob ich die Drachenrüstung, die wir jetzt anhaben, auch mit einkalkuliere und die verkaufe, weil brauchen tun wir die ja dann eh nicht mehr. Ist vielleicht auch keine saublöde Idee. Komm, Katschanga. Katsching, Chang, Changa. Okay, das war's auch schon mit den Lederbeutelchens. Ja. Wo hast du das denn schon wieder? Gut. Ihr seht hier, wir haben ja einen Haufen Graffel, ne? Allein Zähne und so, ne? Boah, ey. Also, ich werde dann mal. Also, wir werden dann mal ein bisschen was verkaufen gehen. Wie gesagt, dazu. Dazu werden wir in die Stadt gehen und alles Mögliche verkaufen, was nicht nied- und nagelfest ist. Wir werden auch, oder wartet mal, ich könnte gleich unser Inventar ein bisschen verbessern, indem ich gleich mal Zubehör zum Schmieden, bla bla, indem ich gleich mal hier das ganze Glump verkaufe, was wir überhaupt nicht brauchen können. Vielleicht reicht das ja auch schon. So, Morgenstern. Ork-Axt, Echsenmenschen-Glumpert, schwere Ork-Axt,
Stabkeule, grober Zweihänder, das lasse ich über. Rostiger Zweihänder, ich meine, die sind jetzt eh nichts mehr wert, diese Waffen hier. Ist ja wurscht. Degen gibt's welche. Rostiges Schwert kommt weg. Die behalte ich noch. Der Ast kommt weg. Den Schürhaken tun wir weg. Was haben wir hier noch? Die Armbrust kommt weg. Die kommt weg. Ein Bogen kommt weg. Was haben wir jetzt schon? 14.000 haben wir schon. Da oben haben wir was doppelt. Den können wir hergeben. Halt, das wollte ich so nicht. Die können wir einmal hergeben. Wir können sowieso die ganzen zwei Hände eigentlich hergeben, aber ich lasse mal noch. Ich lasse mal noch. Vielleicht, wer weiß, was noch passiert. Was habe ich hier noch schön? Die kann man wegtun. Sind 400 wert. Mittlere Banditenrüstung möchte ich. Naja, können wir eigentlich auch wegtun. Weil wir haben eh die Gardistenrüstung. Da. Dann noch irgendwas. Nee, schaut glaube ich nicht so aus. Ne? Also wie gesagt, wir tun jetzt im nächsten Part. Gehen wir mal in die Stadt. Gehen wir mal in die Stadt und verkaufen unsere Felle. Ja. Ich glaube, das hört sich nach einem Plan an. Wir kratzen die 20.000 zusammen, können dann bei Bennett gleich mal die bessere Rüstung kaufen. Und dann schauen wir weiter. Ja, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!